Hallöchen und willkommen zu einer neuen Runde Indie-Horror, diesmal mit Purgatory, einem Indie-Horror-Spiel, das auf der FPS Creators Engine entstand. Bitte? Was ist los? Oh Gott. Heute übrigens ausnahmsweise halbwegs bei Tageslicht, obwohl es schon langsam auf Dämmerung zugeht, aber das hat zeitliche Gründe, nachher habe ich keine Zeit mehr aufzunehmen, deswegen dachte ich, nutzt die Gunst der Stunde und mach jetzt noch ein schnelles Horror-Let's Play, denn ich bin eh so schisserhaft, ich grusel mich auch bei helligstem Tageslicht. Zum Spiel, ich habe gelesen, wir müssen hier klar eigentlich im SCP-087-Stil durch dieses Labyrinth laufen. Und irgendein fieses Monster ist hinter uns her und jagt uns einen Schrecken ein, den wir wahrscheinlich unser Leben lang nicht mehr vergessen werden. Oh Gott! Die Soundkulisse, die ist schon mal wieder richtig gut! Sorry für eventuelle Heiserkeit, ich bin immer noch nicht so richtig gesund. Aber ich komme mit der Stimme so richtig tief. Das passt ganz gut zu einem Horror-Let's Play. Okay, lassen wir das. Hinter jeder Ecke könnte einer lauern. Auf der Lauer sitzt ein kleiner Zombie. Auf der Lauer sitzt ein kleiner Zombie. Seht euch mal den Zombie an, wie er den Herrn Duddle erschrecken kann. Auf der Lauer sitzt ein kleiner Zombie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich dachte gerade, das wäre eine Sackgasse. Ah, Gott, ob nicht. Hallo? Sowas ist doof. Sowas mag ich gar nicht. Trotzdem spiele ich es immer wieder. Jedes Mal aufs Neue. Links, rechts, links, rechts. Wo lang? Ich weiß es nicht. Entscheidungen. Ah, links. Es ist ja doch verkehrt. Oh Mann. Oh Mann. Ach Gott. Wo kommt das Licht eigentlich her? Hier gibt es keine Lichtquellen, trotzdem ist es hell. Das macht mir auch ein bisschen... Es gibt mir zu denken. Jo. Wer flüstert hier? Bisher außer gruseligen Stimmen noch nichts Visuelles. Ich weiß, das passiert wieder, wenn wir am wenigsten damit rechnen. Dann jagt uns hier wieder einen Schrecken ein. Und ich kann wieder heute Nacht nicht schlafen. Komm, Spiel! Erschreckt mich schon! Hör auf, mich so auf die Folter zu spannen! Aha. Wow, ich kann ganz schön hoch springen. Ich bin ja ein ganz schöner Hüpfer. Hüpfer, witzig. Hallo? Das klang sehr nah gerade. Oh, es
Sind das hier Löcher in der Wand? Nee, sind solche komischen Vorsprünge. Ich denke immer, das wären so Löcher. Da kommen gleich irgendwelche Hände raus und greifen nach mir. Haha. Oh Mann. Das Spiel leckt gerade ein bisschen. Ah, jetzt hat es sich wieder beruhigt. Komm, gib's mir schon! Ist genauso pervers wie SCP-087-B. Ah, fuck! Oh, scheiß die Wand an! Okay, jetzt habe ich noch 2 Leben. Oh, bin ich auf einmal besoffen? Ich sehe alles verschwommen, wie in Trance. Oh Mann. Oh Mann, 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 oh Mann. Hatte ich überhaupt eine Chance, vor dem Typ zu flüchten? Sah nicht so aus, ehrlich gesagt. Oh, warum sehe ich plötzlich alles so verschwommen? Ist das noch der Schrecken, der uns in den Glühdörren sitzt? Möglich. Es erinnert mich ein bisschen an den Nachhauseweg von der langen Partynacht. Nur dass ich da meistens nicht durch solche komischen Katakomben laufe. Aber jetzt rein von der Ansicht her. Hat schon etwas Vertrautes. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ha! Ich habe ihn gesehen. Wir können doch auch speichern hier, oder? Ja, Safe Game. Genau. Für den Fall der Fälle. Oh! Wir sind nicht mehr besoffen. Sehr gut. Wir haben schnell ein Katerfrühstück zu uns genommen. Mit Rollmops und Tabasco-Tomatensaft und jetzt sind wir wieder fit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt eine Möglichkeit haben, vor dem Typ zu flüchten. Oder ob es dem Spiel nur darum geht, uns Angst zu machen und wir eh irgendwann krepieren. Ich wette mal auf Letzteres. Ah, Scheiße! Oh Gott, hier ist eine Sackgasse. Hier ist eine Sackgasse, ich kann nicht weiter. Hallo? Speicher mal ab. Nee, ich speicher mal lieber nicht. Wenn ich jetzt hier nämlich... Obwohl, ich könnte auf einem anderen Slot speichern. Ich speichere mal auf dem zweiten Slot. Hier kann ich... Ich glaube, wenn ich an dem jetzt vorbeigehe... wird er mich unsanft traktieren. Wer ist das? Hallo? Tust du mir was? Ich musste es ja darauf anlegen, ich Idiot. Okay, Leute, dann soll's mal gewesen sein für diesen Part. Ich würde sagen, wenn ihr noch einen zweiten Part wollt, mache ich noch einen. Wir haben ja gespeichert und ja, wäre schön, wenn ihr dann im nächsten wieder dabei seid. Zweiter Versuch also, werde ich dann morgen hochladen. Bis dann. Tschüss.